Ist das dieser Vlog, den du machst? Mensch, die Frisur ist heute aber auch. Da will ich ein bisschen Story reinbringen. Du kannst doch nicht einfach um die Ecke kommen, ohne was zu sagen. Er kretscht da rein. Ist ja fürchterlich. Ich habe schon in Hollywood gearbeitet. Ja, das ist aber genau das ist das Spontane, wovon auch ein Vlog auch mal lebt. Gute Laune am Set ist immer sehr essentiell. Dann kann auch was Großartiges entstehen. So, wo kommt das Ding jetzt hin? Wenn das Essen auch thematisiert wird. Ding aus. Hater. Jetzt komme ich rüber wie das Arschloch, oder? Deutscher. Und jetzt versuchen wir diesen Geschmack dem Deutschen knackig nahe zu bringen. Es ist knackig wie Wiener. Aber fruchtig wie Wallensiner. Und auf der Reise hat man einen viel offeneren, neugierigeren Blick. Neu. Ja, ich habe auf der rechten Seite natürlich viel Sonneneinstrahlung. Und da tut der Arm dann irgendwann weh. Und deswegen ziehe ich mir die Jacke über. Jetzt musst du noch Grüße ins Büro sagen. Jetzt Grüße ins Büro. Und das ermöglicht mir dann natürlich sportliches Fahren. Ein schöner Tag! Wir packen das Teleobjektiv auf. Wir packen das Pele. Was für die Outtakes, ne? Die Welt steht still, ein schöner Tag! Komm mit, lass dich umarmen, welch ein Tag! Ja, das ist nicht Social Media tauglich, ey. Diese Vogelkacke. Nein! Für den Schnitt, so sieht das Ganze dann aus. PC wird gerade hochgefahren. Na, das irritiert dann doch während der Produktion, wenn hier so ein Geschrei ist. Es könnte sein, dass dieser junge Mann das war. Ein Gläschen Wein, Mozart hören, was will man mehr? Ich hab ein Déjà-vu. Hier Sonnenuntergang, schönes was essen, ein Weinchen trinken, was will man mehr? Mozart hören, ja? Okay, he enjoy, have a fantastic coming coins. I have to do it again. Oh God, this is just bad. Dass man da natürlich mit der Natur in Verbindung ist. Jetzt geht's wieder mit dem Durchfahren eigentlich. Dankeschön. Ja, war Spaß, ne? Ja, Spaß. Ja, was ein Spaß hier. Ein Spaß. Ich komme mir schon manchmal so ein bisschen komisch vor, weil ich immer mit Superlativen. Ah ja. Der Bittner hat Angst vor einer langen Wanderung, weil die Kondition nicht reicht. Das ist doch Quatsch. Geht dann aufeinander raus. Holla, die Waldfee. Die beiden sind super. Besten Reiter, die ich in Neuseeland je getroffen habe. Jetzt übertreib mal nicht. Hallo Internet. Oh, ein Größenvergleich. Ja, Clemens. Da musst du so. Ja, grüß Gott. Also so sind eigentlich die Größenverhältnisse. Also, er hat ein bisschen ein komisches Pferd erwischt. Oder es ist einfach ein komischer Reiter. Ich glaube eher zweiteres. Wie drehe ich ihn jetzt wieder um? Warte mal. Rüber, nein, nicht essen.